Siebter Spieltag der Regionalliga West. Fortuna Düsseldorf empfängt im Paul-Janes-Stadion den Wuppertaler SV. Es ist das Duell 8. gegen 9. Die Hausherren in den weißen Trikots noch ungeschlagen. Der WSV dagegen zwar mit einer Niederlage gegen Rot-Weiß Essen, trotzdem beide punktgleich mit 11 Zählern. Der WSV sogar einen Platz über der Fortuna, da man das bessere Torverhältnis hat. Die Gastgeber dafür aber mit einem Spiel weniger. Die Jungs von Nicolas Michati sind es dann auch, die erste Chance haben für Thierry Sieben. Erst mit Übersteiger nach innen und dann fehlen ein paar Meter. Das wäre in der Situation wahrscheinlich auch besser, wenn da noch ein paar Meter dazwischen gewesen wären. Stattdessen gehen Gorka und Heidemann auf Kollisionskurs. Ein erster Knall in der Landeshauptstadt NRWs in einer ansonsten von technischen Fehlern durchzogenen ersten Viertelstunde. Roman Prokop scheitert an Gorka. Der denkt sich dann, aber gut, ich helfe mal ein bisschen nach. Und legt den Schuss von Hagemann rein zum 1:0. Kevin Hagemann, viertes Saisontor für ihn. Die Reingabe super, Siebert kommt nicht mehr ran. Und dann ein bisschen Fortune gegen die Fortuna, die dann auch mal wieder kommt. 7 zu Oliver Fink, Saric dazwischen. Und auf der anderen Seite die Löwen im Gepardenmodus beim Freistoß. Das geht richtig fix. Heidemann verpasst knapp die doppelte Führung. Und so geht's dann mit dem 1:0 in die Katakomben. Der WSV gerade in der letzten halben Stunde von Durchgang 1 deutlich überlegen. Hälfte 2 beginnt wieder mit Wuppertal. Durcheinander im Düsseldorfer Strafraum und dann hauen sie sich da den Ball fast selber rein. Und das ist jetzt keine Wiederholung, das ist nochmal Ecke Wuppertal und Moritz Montag, der Ex-Fortune, mit einer Riesenchance. Selbes gilt dann auch hier für Robin Bird, der beste Fortune in Durchgang 2. Und der hat dann eine Idee. Bird und Lexiger Lobinger, 1:1. Der Tiger trifft gegen die Löwen. Steht mit dem Rücken zum Tor bei dem Kopfball. Das ist genial gemacht. Und das Duo Lobinger-Bird, das gibt's kurz drauf. Nochmal Lobinger, das hätte das 2:1 sein müssen. Ja, und wenn die Fortuna das nicht macht, dann macht's Roman Prokop. 2:1 WSV. Ausgerechnet Roman Prokop, der gegen Ex-Club Fortuna Köln sein erstes Tor gemacht hat und nun für Königs in die Startaufstellung gerutscht ist, macht hier die Führung. Aber es geht noch ein bisschen was und Patzler hat einen kleinen Patzer. Zum Glück nochmal alles gut gegangen aus Wuppertaler Sicht und in der Nachspielzeit. Philipp Aboagie scheitert an Gorka. Hätte da alles klar machen können, aber es wird auch so nicht mehr spannend, denn die Fortuna kommt nicht mehr gefährlich nach vorne. Der WSV gewinnt mit 2:1 im Paul-Janes-Stadion. Düsseldorf das erste Mal diese Saison geschlagen. Starker Auftritt der Löwen, sieht auch Roman Prokop so. Darüber freuen sich auch die mitgereisten WSV-Fans.